Selbstüberschätzung, die Länge der Wand, der Steinschlag und der plötzliche Wettumschlag. Verletzungen, aber kein Todesfall dieses Jahr. Ja, wer jetzt nicht direkt die Watzmann-Ostwand heute noch erklimmen möchte, es gibt auch schöne Wanderwege auf Bartholomä, zum Beispiel ein Rundwanderweg, der führt hier am Seeufer entlang, bis in die Bucht hinein und dann halbkreisförmige Mischwald wieder zurück zur Kirche, geht seit zur Halde.